Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe zwei Produkte von Hukain bekommen, einmal die Menthol Plus und einmal die Minz Plus Steine. Die wollen wir heute testen, wir machen uns zwei Pfeifen an und ich würde sagen, wir testen die Dinger. So, also wir haben hier die neuen Hukain-Steine, einmal die Mint Plus Reihe und einmal die Menthol Beyond Hookah. Ich würde sagen, wir machen die erstmal auf. Ich muss euch da was gestehen, ich habe vielleicht schon mal dran gerochen. Als die ankamen, ich konnte es mir nicht verkneifen, ich rieche mal dran. Also die hier kann ich am ehesten vergleichen mit den Standard Fisherman's Friend. Ja, so riecht das ein bisschen, so eine Minze, aber eine krasse Minze. Gemischt mit Fisherman's Friend, dann kommt sowas bei raus. Riecht aber auf jeden Fall geil, aber auch sehr intensiv. Und hier haben wir die Menthol Plus. Kann man auch mal dran riechen. Also die riechen ehrlich gesagt einfach nur ein bisschen kalt. Aber so richtig Menthol-Flavor oder sowas rieche ich da jetzt gar nicht raus. Ne, die riechen, also sie lösen einfach nur so ein leichtes, kühle Gefühl in der Nase aus. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht genau, wie viel wir nehmen sollen. Wir können ja mal gucken, ob da noch irgendwas draufsteht. Da steht keine Verbrennung, Minze, keine Zusatzstoffe. Hier, genieße die Hookah Beyond Hookah Mint Plus. Was? Genieße die Hookah Beyond Hookah Mint Plus Stones. Pur oder als Geschmacksbooster für andere Produkte. Mhm. Aber zur Dosierung oder so steht hier auf jeden Fall schon mal nichts auf den Dosen. Egal, ich würde sagen, wir bauen zwei Köpfe, hauen in das eine das Menthol-Ding rein, in das andere das Minz-Ding rein und dann gucken wir mal, wie die sind, oder? Also machen wir jetzt erstmal Kohle an. So, schnappen wir uns als erstes mal ein paar Kohlen und packen die auf die Turbine. Und dann müssen wir ganz fix sein beim Köpfchen bauen, weil das letzte Mal waren die Kohlen schon fast weg. Deswegen, Booster drauf, Stecker rein. Ihr seht schon, bei mir ist das absolut kein Problem mit der Shisha-Turbine, weil mein Stecker einfach direkt hier hinten ist. Also ja, ist sowieso bei mir super convenient, einfach hier, okay, Kohle ist fertig, zack, und dann raus. Oder zack, ich muss Kohle anmachen. Also bei mir ist das mit dem Stecker, mit der Turbine kein Problem. So Leute, schnell Köpfchen bauen. So Leute, wir kommen erstmal zum Kopfbau. Ich hätte gerne natürlich, weil Hukain mir die Steine geschickt hat, auch gerne einen Hukain genommen. Ich habe jetzt aber keinen Hukain, der nicht schon sehr, sehr kalt ist. Ja, ich habe noch Smint da, White Cake und ich habe noch eiskalt da. Also eiskalt und Smint muss ich, glaube ich, nicht mit Minze und Menthol mischen. Und bei White Cake muss ich auch kein Minze oder Menthol dran klatschen. Deswegen nehmen wir jetzt halt den Almassiva massiv. Ja. Wir rühren das Ding erstmal um. Der Almassiva, ihr wisstet, der massiv, das ist der Pfirsichtabak. Der hat keine Minze am Start. Ja. Der ist fruchtig frisch, aber hat keine Minze an sich. So. Ich würde sagen, wie viel, das ist jetzt eh so ein Ding, ne? Wie viel nehme ich denn jetzt von dem Zeug? Weiß ich ja gar nicht. Ist ja ein erster Test. Ich habe noch nicht einmal damit geraucht, Leute. Ich nehme euch komplett mit auf die erste Reise hier. Ich würde sagen, wir machen mal so ein Viertel, oder? Ne, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir machen das so. Wir packen erstmal ein paar Steine hier rein. So, einfach unten. Verteilen wir und dann... Oh, da läuft ja ganz schön die Suppe mit, du. Uiuiui. Ui, ui. So, wir verteilen hier unten einfach mal so einen Haufen Steine und packen da jetzt noch unseren Tabak drauf. Also sind die Steine dann sogar tabaksparend, weil ich jetzt viel weniger Tabak reinklatschen muss, bis ich auf meinem Overpack bin. So, das wird natürlich dann einen geringeren Effekt haben, ne, wenn der Tabak einfach oben drauf liegt, statt das zu mischen. Aber man spart halt so eher ein bisschen Tabak. Ich versuche jetzt hier noch locker, fluffig ein bisschen Tabak drauf zu packen. Und ihr seht hier schon zum Beispiel, da gucken die Steine auch auf jeden Fall noch ab und zu durch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht krass zu viel Steine waren, die ich da reingepackt habe. Aber ich schätze, das werden wir merken. Wir werden übrigens auch für beide Köpfe hier den Almassiva massiv nehmen, damit wir die Minze und die Mentholsteine auch gut miteinander vergleichen können. Ne? Das ist, denke ich, selbsterklärend. So, ist jetzt nicht der schönste Kopf, aber so würde ich das jetzt auf jeden Fall mal testen. Das wird so ein gutes Noppenkontakt, also wirklich ein gutes Noppenkontakt sein. Ab und zu sieht man ein paar Steine durchgucken. Und Leute, ich merke schon, dass meine Augen anfangen zu drehen, weil diese Dose hier unter meinen Augen steht. Das ist auf jeden Fall heavy. Also da bin ich gespannt. So, unser Minzkopf ist ready. Und dann machen wir uns an den nächsten Kopf.
Man kann übrigens die Molasse in diesen Stein sehr, sehr gut verteilen, indem man einfach kurz die Packung ein bisschen schüttelt. Und dann... Also vor denen habe ich irgendwie Angst, ne? Die riechen einfach nur ein bisschen frisch, mehr nicht. So, du hast keinen krassen Geruch so, wo du irgendwie dann super gut einschätzen kannst, wie heavy oder nicht heavy die eben sind. So, auch hier würde ich sagen, machen wir wieder ein paar unten rein und schnappen uns dann wieder den Tabak. Und da bin ich auch mal gespannt, was besser zu dem Almasiva passen wird. Die Minze oder das Menthol. Weil das hat mir bei dem Tabak echt noch so ein bisschen gefehlt. Es ist eine leckere Pfirsichnote, aber mir hätte da echt so ein bisschen... Ich habe früher sehr, sehr gerne den Berlin Nights von Adaya geraucht. Das war ja auch ein Pfirsich-Menthol-Tabak. Oder Pfirsich-Kaugummi haben auch manche gesagt. Ich fand, das war einfach nur Pfirsich mit so einer schönen frischen Note bei. So, und dann ist auch der Kopf hier fertig. Natürlich alles andere als schön jetzt hier, so auf schnell und Krampf und zack, zack, zack. Aber, zack, auch da gut Noppenkontakt am Start. Ah, scheiße, hier fehlt mir noch der Moos Aufsteckmolassefänger, Leute. Den muss ich noch fix holen. Aber ich hole mal schnell die Kohle und dann räume ich hier noch auf und dann, rauchen wir das Ding mal an. So Leute, wir packen noch den Aufsteckmolassefänger drauf, eine Kopfdichtung, dann unser Köpfchen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen bei dem Aufsteckmolassefänger, ist das Problem. Wenn man steht und dreht, wenn man steckt und dreht, dann dreht sich einfach der Molassefänger mit. Aber wir wollen sie auf dem Molassefänger ein bisschen festmachen. So, und jetzt sitzt das Ganze auch Bombe. Nur den Kalaut darf man nicht verschieben. Und dann, oh Leute, das riecht ja schon so krass nach Minze und Menthol, das ist heavy. Ich glaube, ich habe echt zu viel genommen, aber das werden wir wohl gleich herausfinden. So, packen wir hier zwei Kohlen rein, wenn es schon geht. Das ist der Nachteil am Kalaut 1, deswegen mag ich den Kalaut 1 Plus lieber. Da hätten jetzt direkt zwei Kohlen reingepasst. So, so geht's, wir gehen zur anderen Pfeife. Hier haben wir den Köpfchen ja schon drauf. Backen da auch zwei Kohlen rein. So, hier haben wir auch keine Probleme. Ist aber zum Anrauchen. Mache ich auch gerne mal noch eine auf Kipp mit dazu. Nur muss ich jetzt auch zwei Pfeifen anrauchen. So, hier auch nochmal eine auf Kipp dazu. Dann, ganz wichtig, Schlückchen Kaffee. Na, ihr wisst Bescheid. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ne? Kohlen sind drauf, wir sind ready. Ich habe eben schon mal gezogen, ich muss fair sein. Ich sag's euch, ihr seht es ja auch, ist ein bisschen Rauch drin. Weil ich eben ganz schnell gucken musste, dass mir die Köpfchen nicht verbrennen. Ihr seht es auch schon, der qualmt schon ordentlich. Der mit 3 tatsächlich noch nicht, da habe ich schon eine Kohle runtergenommen. Also, auf der Seite sind die Minzsteine, auf der Seite sind die Mentholsteine. Da der hier schon wieder fackelt wie sonst was, würde ich sagen, nehmen wir als erstes mal einen Zug von dem und gucken mal, wie der Minzeffekt so ist. Okay. Erste Info, Leute. So viel Steine braucht ihr nicht. Ja, also ich habe definitiv zu viel Steine genommen. Das ist sehr gute, also das ist eine sehr gute Minznote jetzt auf jeden Fall. Sehr intensiv. Das ist sogar ein Ticken krasser jetzt als die Somo Strong Sorten, würde ich sagen. Ja. Okay Leute, das war definitiv zu viel. Der Kopf ist schon fast nicht mehr entspannt rauchbar. Ja, also das waren definitiv... Boah, Alter, beim Einatmen erfriert mir alles. Das ist, als hätte ich gerade ein bisschen Supernova geraucht. Das ist nicht ganz so schlimm beim Ziehen wie Supernova, aber beim Einatmen danach ist es fast noch krasser als Supernova. Also ich habe einen kompletten Kältefilm gerade bis in den Rachen runter. So, das Köpfchen mit den Mentholsteinen. Ja, ist ein bisschen kalt. Aber Geschmack oder so habe ich jetzt eigentlich nicht verfälscht. Geht auf jeden Fall klar. Also hat eine angenehme kühle Note auf jeden Fall. Also man merkt, dass da Steine drin sind, keine Frage. Aber das ist nicht so beißend krass wie bei der Minze. Ja, dafür habt ihr hier keinen Geschmack. Also ich schmecke eigentlich nur den Almasiva mit einer netten Kühle. Also eigentlich genau das, was man bei Menthol haben will. Würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass das deutlich angenehmer zu rauchen ist als die Minze, weil die Minze, wie gesagt, schon fast ein bisschen beißend ist. Und Leute, 3 Kohlen versus 2 Kohlen gerade, ne?
Und da sind mir die Steine schon fast zu heftig. Und bei dem denke ich mir so, ja, es läuft perfekt, ne? Also Menge der Steine war okay, ist schön kühl. Aber der zieht mir echt die Socken aus hier und das mit zwei Kohlen. Leute, ich kann gar keinen ganzen Zug von dem Kopf nehmen. Nee. Oh, scheiße. Okay, also bei dem Windstein haben wir es... Oh, ey, wenn ich danach einatme, ne? Heavy. Also bei dem Windstein haben wir es auf jeden Fall zu krass übertrieben. So. Niemals braucht ihr so viele Windsteine, wie ich gerade genommen habe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Hälfte reicht sogar auch locker. Also der Kopf ist auf jeden Fall... Der ist RIP. So, wenn von euch Leute am Start sind, die gerne Supernova pur rauchen, holt euch die Minzsteine, macht das so wie ich, das zieht euch richtig die Socken aus. Also gerade dieser Kühleffekt, den ich gerade in meinem Rachen habe, ich spüre das so krass bis runter in den Rachen, dass alles erfroren ist. Bei jedem Mal einatmen merke ich einfach, dass hier alles kalt ist. Ja, also Minzsteine waren definitiv ein paar zu viel. Bei Menthol, finde ich, ist das so auf jeden Fall in Ordnung. Ja, also das geht klar. Das lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Ihr habt eine schöne, kühle Note am Start. Sogar so hätte ich mir den Almasiva massiv gewünscht. Mit dieser frischen Note am Start. Also finde ich sehr, sehr geil, die Kombi. Aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die mögen gar kein Minze und Menthol. Dann ist das natürlich cool, dass man das einfach selbst gerade dazu mischen kann. Aber bei dem finde ich es auf jeden Fall sehr nice, sehr angenehm. Bei Minze muss ich auf jeden Fall nochmal einen Kopf rauchen, wo ich nicht so krass viel mische. Ja Leute, das war der Vergleich zwischen den Minz Plus und Menthol Plus Steinen von Hukain aus der Beyond Hukain Reihe. Die Lösung für das Minz- und Mentholverbot, die Hukain am Start hat. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Minze muss man nicht so viel nehmen, war ein bisschen viel gerade. Menthol hat sehr, sehr gut funktioniert, auch in dem Mischverhältnis, wie ich das jetzt beim ersten Mal einfach ausprobiert habe. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. So Leute, zwischendrin noch kurz ein paar Worte zum Setup. Viele fragen sich bestimmt wieder, was war dies, was war das. Also das waren zwei Oblaco M-Köpfe mit zwei Kalaut 1 obendrauf. Hier auf der Mouse Dash mit dem Mouse Molassefänger auf der Ocean PK 500 Black Bowl. Und hier ist es die McLeod Skull F-Zen mit der Million Cut Black Bowl ebenfalls von Ocean. Der Gabel-Stecher-Kombi-Dingens, den ich benutzt habe, den gibt es leider nicht in Deutschland. Da fragen auch immer wieder Leute danach. Deswegen sage ich das, glaube ich, einfach gerade mal mit. Den gibt es leider nicht in Deutschland. Den habe ich auf der Messe in Russland geholt. Deswegen, den gibt es hier leider nicht zu kaufen. Aber den Rest schon. Und Leute, ihr wisst, ne, bei Moos könnt ihr mit Code SWG10 auch nochmal ein bisschen was sparen. Da kriegt ihr nochmal 10%. So Leute, hier will ich euch auf jeden Fall nochmal zwei andere Lösungen zeigen. Das hier sind die Squeeze Shots, die Cooling Shots von Hookah Squeeze. Das ist einfach so eine Art Menthol-Liquid, das man auf den Tabak packen kann. Und dann hat man auch Mentholgeschmack. Die habe ich schon mal in der Insta-Story vorgestellt. Da gibt es zum Beispiel bei Custom Hooker ein cooles Video zu. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Muss ich, glaube ich, nicht nochmal ein Video zu machen. Der Daniel hat da schon alles zu erzählen, was es da zu erzählen gibt. Und die andere Möglichkeit, die es natürlich auch noch gibt, das ist hier einfach Hooker Squeeze in der Mint-Variante. Ne? Ihr kennt das. Das ist die Shisha-Paste. Ja, vorher umrühren, dann einfach unten in den Kopf streichen, Tabak drüber und dann habt ihr denselben Effekt wie mit den Steinen. Also mit der Paste, mit den Cooling Shots und natürlich jetzt auch mit den Hukain-Steinen sind das, glaube ich, schon ganz gute Lösungen, wie wir unseren Tabak, der dann keine Minze oder kein Menthol mehr enthalten darf, auf jeden Fall noch frisch kriegen. Also Minz- und Mentholverbot, klar, doof, dass es jetzt kam, aber ich denke, es gibt schon einige ganz gute Lösungen und das passt soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Schreibt mir eure Erfahrungen mit den Minz- und Mentholsteinen gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.